schließlich. Das könnte man durchaus als kleines Abenteuer bezeichnen, ne? Wir sollten Namika nicht länger warten lassen. Sicherlich macht sie sich schon große Sorgen, wo wir so lange bleiben. Dann werde ich euch nicht länger aufhalten, aber ihr bleibt doch noch eine Weile, oder? Ich möchte mich nochmal ordentlich bedanken, zusammen mit meinen beiden Freunden am besten. So viel Zeit haben wir ja. Trefft uns doch einfach an der Sheshenevsi-Quellen, wenn ihr soweit seid. Und hier gibt es natürlich auch noch zwei Nebenmissionen. Mit dir könnte ich Triple Triad spielen. Drei offen und Plusregel, willst du mich verarschen? Die Plusregel wird mir das Genick brechen, wieder. Oh, komm, fick dich mit deiner Plusregel. Ach Mann, scheiß Plusregel, voll für den Arsch, ey. Die Quest mache ich am besten dann auch. Noch. Aber wichtig ist, dass ich auf jeden Fall dieses Wie viele Fates haben wir eigentlich mittlerweile? Drei, ne? Yep. Die Hälfte. Da ist ein Fade aufgeploppt. Ich wollte nur das aufdecken.
da fehlt nur noch zwei Fates. Ach, ich kann euch wirklich nicht genug danken. Als hätte mir wahrhaftig das Herz gebrochen, das den Armreif meiner Wucklamat aufgeben zu müssen. Ach, noch erleichtert bin ich, dass euch nichts zugestoßen ist. Meinen aufrichtigsten Dank auch dafür, dass Wucklamat in euch so tapfere Freunde gefunden hat und insbesondere das Band zu ihrem Kindheitsfreund nach wie vor so stark ist. Nun, wollen wir es nicht übertreiben, hm? Ja, ihr seid einfach nur alte Bekannte. Ich kenne deine Leier. Manchmal frage ich mich, über welche brennenden Büsche man springen muss, um bei dir als Freund zu gelten. Aber ich höre schon auf, dich zu piesacken. Kaum zu glauben, dass dir gerade der Vizekommandant der Staubwacht hinter all den Überfällen gesteckt hat. Dass wir aber auch so gar nichts bemerkt haben. Wie auch. Er hat sich prinzipiell klug angestellt und im Nachhinein ist man immer schlauer. Ha, die Dämmerreiter sind endlich wieder vereint. Das sind Qui, Kana und Levin. Dank euch jetzt endlich wieder auf freiem Fuß. Ja, wir wollten uns unbedingt persönlich bei euch bedanken. Das war echt nett, dass ihr geholfen habt. Hättet ihr Sekova nicht geglaubt, würden wir jetzt immer noch im Kittchen sitzen. Und außerdem wandert der beschissene Warzenbjutwe endlich in den Knast. Besser kann der Tag gar nicht mehr werden. Ehrlich, vielen Dank. Wir haben keine Sekunde daran gezweifelt, dass uns Sekova rausholen kommt. Umso schöner zu hören, dass er es nicht ganz alleine stemmen musste. Wir sind vielleicht nicht viele und sind auch keine Kommandanten oder so. Aber wenn sich das nächste Mal jemand so krumme Dinge traut, sind wir zur Stelle und machen demjenigen von vornherein einen Strich durch die Rechnung. Ganz genau. Wer sich unterm Gesetz wegzuducken versucht, der bekommt es mit uns zu tun. Das sind die echten Dämmerreiter. Die Beschützer der Schwachen und Hilflosen. Wir müssen zusehen, dass wir wirklich zu den besten Duellanten von ganz Charloani werden. Da sagst du was. Lass deinen Gegner zuerst ziehen, um ihn in Sicherheit zu wiegen und dann BÄM, schießt du selbst aber schneller. Im besten Fall gibt es überhaupt keinen Schurken mehr, mit denen wir uns duellieren müssen, oder? Gut, dann fangen wir am besten gleich mit unseren Schießübungen an, um fit für den nächsten Jutwe zu sein. Danke euch nochmal, ja? Wir machen das irgendwann wieder gut, versprochen. Bis dann! Also so Western-Kleidung hätte ich auch gern. Nach all der Aufregung hätte ich auch wirklich nichts gegen eine kleine Pause. Wie es scheint, werde ich wohl ein Weilchen hierbleiben. Zögert nicht, mich aufzusuchen, wenn es etwas gibt, das ich für euch tun kann, ja? Achso. Ich dachte, du wolltest einen Zug nach Hause nehmen. Oh, habt ihr es noch gar nicht gehört? Der Zug fährt gerade nicht. Ernsthaft?
Haben wir nicht. Scheinbar hat ein Erdbeben den Gleisen ziemlich übel mitgespielt, deswegen muss die Lok stehen, bis sie wieder repariert sind. Sogar den Tunnel haben sie gesperrt, habe ich mir sagen lassen. Es gab ein Erdbeben, das muss dann aber gewesen sein, als wir noch in Yaktel waren. In letzter Zeit hatten wir viele, das letzte kurz bevor ihr kam. Ein besonders dicker Rüttler. Hoffentlich ist jetzt erst einmal Ruhe. Es war wirklich gruselig. Ich will doch nur mit dem Zug fahren. Aber so furchtbar lang werden die Reparaturen nicht dauern. Die Eisenbahner sind ja fitte Leute. Warum geht ihr nicht hin und fragt mal nach, wie die Lage aussieht? Das ist keine schlechte Idee. Fragen wir der Eisenbahngesellschaft selbst, wann mit dem nächsten Zug zu rechnen ist. Ihr Büro ist gleich da drüben. Aber es war so klar. Und ich dachte, das kleine Abenteuer wäre der... Aber hier steht ja trotzdem Sonderzug nach Yasulani. Sonderzug, vielleicht bekommen wir einen anderen Zugmöglichkeit. Aber ich will mit da, ich will Zug fahren. Das ist die Xectoral Eisenbahngesellschaft, die ganz offensichtlich schon ziemlich überrannt ist. Nein, wir beschweren uns nicht. Wir wollen uns neu erkundigen.地震の度に線路を点検しに行かなきゃいけない上に、継承式の直後にあった、どでかい地震のせいで、一部の枕木が破損しちゃってさ。継承式の直後？妙だな。それなら俺たちもトライオラにいたはずだ。街が床取らる側にあるとはいえ、シャーローに荒野でそれだけの大地震があれば、気づきそうなものだが。なんか変な揺れ方だったんだよね。地震自体はこれまでも時々あったけど、それよりむしろ爆発みたいな。 俺にできることがあれば手伝ってもいいが。ああ、コン。え？本当に？オタクはどうする？付き合わせるのも悪いし、ここで解散しておくか。手伝ってもらえると、すっごくとっても嬉しいな。 やった！ありがとう。僕はシェンだ。よろしくね。早速社長たちに紹介しなきゃ。事務所の中に入って。入って。巻き込んで悪いな。ああ、komme ich noch nach Yasulani? Ich weiß noch nicht mal, ob das die Stadt ist, wo ich hin will. Aber ja, diese Gegend lässt sich nicht einfach so durchqueren. Und
Ich glaube, das ist auch noch eine eigene Storyline wieder. Nani? Was ist das? トロッコだ。うちが使ってるのは最新式の精輪機関車だっての。駅に併設された車庫まで行けば外からでも列車が見えるはずだぜ。 早速だが、お前さんたちには俺と一緒に木材の調達に行ってもらいたい。破損した枕木を交換するために 強度の基準を満たす木材が必要なんだよ。ここだとパリオーナン翼屋で取れるものが最適だな。あそこで暮らしているヘイザー路族の一団がいるから、まずは許可を取るところからだ。よっしゃ、じゃあ行こうぜ。 Ich würde nämlich schon gerne in das Gebiet rein, was halt Razzatan ähnlich ist, ne? Also, es ist ja nicht ähnlich, es ist halt wie Frohe Halde, Razzatan, Modona. Und wie die alle heißen. Ihr wisst, was ich meine. Das End. Also. Natürlich ist das halt, wir sind ja noch nicht im Endgame, aber das ist halt das Gebiet. Da kann man bestimmt auch Sachen bekommen schon vorher. Wie zum Beispiel, ich muss ja immer noch nach Razzatan für diese allergischen Steine. Ich will nicht nach Razzatan dafür. Obwohl, anscheinend doch. Aber ich meine, aber fürs Dings will ich nicht drauf. Egal. Dann fällt der Sonderzug eben noch aus. Mehetazon ist Teil der Hetzaro der Frioyanen Ebenen. Aber ich selbst hatte ehrlich gesagt aber auch noch nie mit ihnen zu tun. In Shaluani gibt es zwar viele Hetzaro, aber soweit ich weiß, sind die von Mewad Hetzong mit Abstand die traditionellsten unter ihnen. Ich kann mir völlig vorstellen, dass sie besonders viel von der Eisenbahn halten. Ja, jetzt sind wir bei Level 96 angelangt. Ich glaube, wenn wir so weitermachen, kommen wir eher. Ja. Dann muss ich das mal von anderen mal verschieben. Ich wollte mich ja selbst nicht jetzt durchrushen oder so. Aber ich mache sowieso bis Level 96 meine Charaktere alle. Dann können wir auch noch ein bisschen machen, würde ich sagen. Also ein bisschen von der Story. Bis wir
Obwohl ich denke mal, das wird jetzt auch wieder so eine Storyline sein, die mich zieht, bis wir endlich da sind. Und dann haben wir das Gebiet hier wahrscheinlich beendet. Und dann kann ich hinterher immer noch nicht das komplette Endgame-Dings nutzen. Man hätte mir klar sein können, dass dann noch was kommt. Ja gut, dann mache ich, glaube ich, Dailies weiter.